Der Kabarettist Dieter Hildebrandt ist tot. Hildebrandt verstarb in der Nacht zu Mittwoch in einer Münchner Klinik im Alter von 86 Jahren. Erst vor ein paar Monaten war seine Krebserkrankung bekannt geworden. Er sei mehrfach operiert worden und lange im Krankenhaus gewesen. Der Kabarettist, der seine künstlerische Heimat als Gründungsmitglied bei der Münchner Lach- und Schießgesellschaft gefunden hatte, stand auch immer wieder in Berlin auf der Bühne.